In dieser Villa leben 5 Mädchen einen Monat lang ohne ihre Eltern. Noch haben die 5 keine Betten. Ihre Zimmer werden sie ab morgen selber einrichten. Deshalb haben sie die erste Nacht gemeinsam im Wohnzimmer verbracht. Wie habt ihr geschlafen? Also vom Schlaf an sich her ganz gut, aber so vom Körper tut mir weh. Das ätzend hart. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wie ich liegen soll. Weil egal, wie ich gelegen habe, das hat weh getan. Aber irgendwie war es mit Isomatte, fand ich was noch härter. Deswegen kam ich hier runter. Yay, geht hoch. Ist ja schon sau hell draußen. Ich hab so Hunger. Es war so hart. Ich habe so geträumt, irgendwie Hilla und Alina lagen so im Bett und haben die ganze Zeit richtig laut gekichert und gelacht. Das hast du nicht geträumt. Hilla, du lachst wie ein Pferd. Ich habe erst gesagt, sie lacht wie ein Meerschwein. Wirklich? Meerschweinchen? Pferd? Sollen die anderen doch drüber nachdenken. Hilla muss jetzt raus zum Training. Darauf verzichtet sie nie. Ich mache jetzt so regelmäßig unseren Sport, da ich ja auch Leistungstraining mache. Und das gehört dann halt so dazu, dass man jeden Tag joggen geht oder noch verschiedene Programme dazu macht. Also ich suche jetzt meine Trainingshose und ich habe sie auch gefunden. Auf geht's, auch wenn die anderen nicht mitkommen. Also ich glaube nicht so wirklich, dass sie das verstehen, wieso ich denn morgen joggen gehe und meine Übungen mache oder so. Aber wenn ich das auch öfters mache oder so, kommen die auch vielleicht auch mal mit oder so und dann gewöhnen sie sich da schon dran. Ich habe davor Respekt. Also ich könnte mich da morgens nicht so, glaube ich, zu brabbeln. Für die 5 Mädchen gibt es nur ein Badezimmer. Das heißt, warten, warten. Ich weiß gar nicht, wer am längsten braucht. Hoffentlich nicht ich. Janni? Ja, was machst du? Was? Oh. Leute, ich will auch duschen, bitte lass mich duschen. Ja, schon klar. Ich brauche nur hier mein. Lass mich endlich duschen. Okay. Viel Spaß. Das ist richtig überschwommen hier. Was habt ihr gemacht? Das ist richtig eklig. Wie macht man das weg? Nimm Handtuch und wisch es weg. Ey, Leute, ihr könnt ruhig zurückkommen. Nee, ich war das nicht. Ich hab einmal pure alles nass. Was habt ihr denn gemacht? Geduscht? Aber wirklich so. Ich muss gestehen, mir ist das auch passiert, dass irgendwie das Wasser aus der Dusche gespritzt ist und dass es dann nass war. Aber ich hab's halt weggemacht. Aber das scheinen nicht alle Mädels gemacht zu haben. Ich habe schon gemerkt, dass da irgendwie Wasser gegen den Vorhang spritzt. Ich dachte, der spritzt gegen den Vorhang. Läuft schon nicht runter oder so. Ja, du hast das Ding schon draußen gelassen, ne? Weil das kann man doch in die Dusche reintun, dann spritzt das nicht raus. Ach so. Es war schon draußen, dachte ich, ist das auch draußen. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden, dass wir das halt alles jetzt anders machen beim Duschen, dass wir den Vorhang nach innen machen und darauf achten, dass wir es nicht so nass machen. Schminkst du dich? Mhm. Schminkst du dich nicht? Ich krieg das nicht hin. Bin zu faul. Ist deine beste Freundin? Ja. Cool. Ich sehe immer so aus wie so ein Monster, wenn ich noch nicht fertig bin. Finde ich nicht. Das sieht immer so halb aus. Und du schminkst dich echt gar nicht? Ich finde auch gar keine Zeit dafür. Nein? Gut, morgens ist es einfacher, weil du dann nicht so früh aufstehen musst. Aber gut, ich mache auch nicht viel, das dauert 5 Minuten. Bist du zufrieden mit dir? Mhm. Auch, ich werde auch immer gefragt, weil ich lache ja auch so viel, obwohl ich eine Zahnspange habe, ne? Ich werde immer so gefragt, stört dich das gar nicht und so. Stört dich deine Zahnspange? Mhm, das klingt jetzt auch gerade drauf. Du hast sie aber erst ein Jahr drin, oder? Ja. Total unfair. Die gefiederten Mitbewohnerinnen scheinen ganz andere Probleme zu haben. Oh Mann, warum legen die denn keine Eier? Guck mal, aber ich glaube, das Huhn hier brütet gerade eins aus. Glaubst du? Mhm. Ja, stimmt, kann sein. Ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, vielleicht kann man die Hühner ja irgendwie anfeuern oder so. Und wir machen so eine Schilder. Wir machen so Schilder. Los, Hühner! Wir brauchen Eier! Drück, drück! Das schaffst du!
Ich glaube, das ändert nichts. Ich hätte richtig Bock auf ein Ei. Ei? Ja. Aber wir haben ja noch kein Ei, und noch kein Salz, und noch kein Brot und noch kein leckeres Zeugs. Das Geschirr anzufüllen, die ist joggen. Immer noch. Ja, das Ding ist nur, weil wenn die kommt, dann will die noch duschen. Ja, das und dann dauert das alles lange. Noch länger. Bis die irgendwie sich geföhnt hat und was weiß ich, das dauert richtig lange. Ich hab richtig Hunger. Ich auch. Wir hatten hier nichts, weil wir nur Spaghetti und so mitgenommen haben und das ist nicht so gut für Frühstück. Und deswegen haben wir gewartet, bis dann die Hila noch nach Hause kam. Hallo! Na? Hi! Ich würde sagen, du duschst jetzt. Ja. Und ich würde sagen, du beeilst dich ganz, ja, ganz doll, weil wir haben alle richtig. Und du den Vorhang in die Dusche rein, weil sonst läuft das Wasser raus. Ja, okay. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Wie viel Geld nehmen wir mit? Wir nehmen erstmal, ich hätte 200 mit vor. Ja. Ja. Ja? Ja. Okay. Aber wir müssen noch, weißt du, wenn das nicht reicht? Dann würde ich eben 300 mit, wobei ich denke, dass 200 reichen werden. Auf jeden Fall. Denk mal dran, das ist nicht jetzt normaler Einkauf, sondern das ist der erste Einkauf, den wir machen. Wir müssen Waschmittel kaufen und so Sachen, das sind noch eine extra Kosten. Also lass doch so machen, Wir nehmen 200 Euro mit. Und 100 Euro packen wir, nehmen wir auch mit, aber geben wir nicht aus. Nur wenn es echt notwendig ist. Ja. Gut. Wir versuchen erstmal mit den 200 auszukommen. Ja. Schneller! Wir sind losgefahren und wohin sollen wir eigentlich fahren? Wo liegt der Bäcker oder Supermarkt? Forst, botanischer Garten. Botanischer Garten. Alles klar, wir müssen hier lang. Entschuldigung. Wissen Sie, wo man hier irgendwo einkaufen zum kann? Zum Supermarkt? Wir hatten ja keine andere Möglichkeit, als uns einfach durchzufragen. Und jeder hat uns irgendwo anders hingeführt. Die nächste Straße links, der andere zweite Straße rechts und so. Das ist so weit weg, mit den Fahrrädern ist es sogar so weit weg. Boah, endlich! Hallo! Ein großes Brot erstmal, oder? Ach, welches? So ein Mischbrot hätte ich jetzt genommen. So ein Mischbrot. Ich habe aber auch was Größeres. Ja, das ist besser. Ja. So ein größeres ist besser. Soll ich das schneiden? Ja, das ist lieb. Ich kann auch ein belegtes Brötchen machen, wenn er Lust hat. Ey, das wäre doch perfekt, Leute. Ja. Wir haben nichts gegessen. Also drei Brote, ein Käse und ein Schinken. Müsst ihr einen Moment warten, ich beeile mich, ja? Okay. Also, ich fände das nicht so gut, wenn wir jetzt jeden Morgen wirklich mit dem Fahrrad hier hinfahren müssten und das alles besorgen müssten. Also, ich glaube, wir sollten vielleicht so für 4 Tage das kaufen und wenn das Brot schon weg ist, müssen wir halt nochmal hierher. Aber dass wir schon so ein bisschen vorkaufen und dann nicht immer hier hin müssen. So, eure Brötchen sind fertig. Danke. Das ist dann alles für euch zusammen? Ja. Ja. So, dann bekomme ich 12 Euro genau von euch. Oh. Habt ihr vielleicht 2 Euro dabei? Nee. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das holen kriegen. Ja, ich hätte nicht gedacht, wie 5 Mädchen, 5 Brötchen und ein größeres Boot, vielleicht so 6 Euro oder so und dann fast doppelt so viel. 12 Euro, haben wir gedacht, okay, ist irgendwie überteuert oder so. Und wenn man dann das dann auch selbst bezahlen muss, dann spürt man auch so einen kleinen Schmerz. Oh nein, wieder 12 Cheeseburger, wieder 12 Hamburger weg. Okay, was wollen wir denn jetzt machen? Also ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Supermarkt. Ja. Die Einkaufsliste hast du? Ja, ich habe die Liste. Hast du die Liste? Jo. Okay, gut. Reichen die? Ja. Birnen? Was? Birnen. Ach so. Oder ist einer von euch Kiwis? Ja. Nee. Ich muss gestehen, ich hatte es mir geordneter vorgestellt. Das fing ja schon bei Gemüse an. Nimm das. Wir hatten dann einfach alles, was wir gesehen haben, eingepackt. Und da wir die Liste gemacht hatten, dachte ich eigentlich, dass wir uns ziemlich einig waren, was wir alles mitnehmen. Und dann gab es doch so ein paar kleine Diskussionen. Nimm zwei von denen. Wir wollten sparen. Egal, das ist ja, aber lass uns doch dieses billige Ding. Nein, ist es nicht. Pack's jetzt ein. Ey Leute, reicht das Geld? Das reicht 100 pro. Wir müssen richtig günstige Nudeln nehmen, damit das mit dem Geld hinkommt. Das ist ja.
Und ich war erstmal ziemlich erschrocken. Ich glaub, die sind uns wirklich alle aus dem Weg gegangen. So kamen wir. Und plötzlich war niemand mehr in dem Gang gestanden, obwohl der vorher rappelvoll war. So, naja, wie war es denn schon angsteinflößend? Also. Ich bin zu klein. Leute, können wir doch. Wer das nach Hause schleppt, wissen wir noch nicht. Also wir finden da bestimmt eine Lösung. Wir hoffen es zumindest. Wir hatten uns jetzt überlegt, ob wir vielleicht nicht einfach ein Taxi hierher kommen lassen, weil das einfach so viel ist, dass wir das mit den Fahrrädern nicht heimkriegen. Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das kostet. Was schätzt du, wie viel das kostet? Ich schätze 300. Nein, ich denke so zwischen 100 und 200. Wir brauchen noch eine Taxinummer. Leute. Ja, ey, das passt noch nicht mal ein Taxi, glaube ich. Alles übereinander. Ich bin ganz zufrieden. Ich dachte, mit zwei so fette Einkaufswagen ist es. Einkaufswagen. Es ist so, es ist viel mehr, locker 200 Euro, aber wir sind ganz gut hingekommen. Oh, ist das geil. Wir müssen wir auch hier. Haben Sie die Nummer von einem Taxi? Von einem Taxiunternehmen? Ich kann Ihnen auch eine rufen. Ja, das wäre ganz lieb. Also ich fand die Idee mit dem Taxi ziemlich gut, weil gut, in dem Moment ist uns auch nichts Besseres eingefallen und wir hatten einfach keine andere Möglichkeit. Wir hatten keinen Bock, 12-mal oder maximal 3-mal hin und her zu fahren, um die Tüten dann abzuholen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass zwei schon mal vorfahren. Ja genau, damit die da sind, weil der Taxifahrer schon ankommt. Weil also May und ich würden das machen. Ja, wo ist denn der Hausschlüssel? Wer hat den? Wer hat den Hausschlüssel? Niemand. Hat nicht irgendjemand noch Scheiße, das war ja ein Fahrradschlüssel. Der liegt im Flur auf der Kommode. Ja. Die Terrassentür ist offen. Oh, schön. Okay, gut. Okay, gut. Also wir fahren dann mal. Okay. Tschüss. Jani und May fahren schon einmal zur Villa, damit einer da ist, wenn das Taxi die Sachen bringt. Die anderen packen die Einkäufe in Tüten und dann in den Wagen. Der Taxifahrer soll an der Villa bezahlt werden. Ein guter Plan, eigentlich. Das Ding ist ja, ich habe ja das Geld, nicht die Meals. Die Tür ist offen. Oh oh, scheiße. Weißt du, was da passieren kann? Ey, die Gartentür ist offen. Wir sind so dumm. Warum lassen wir das denn echt drauf achten? Okay. Du gehst nach oben und guckst und ich bin hier. Okay. Wir hatten Glück, dass die Tür offen war und dass niemand irgendwelche Sachen geklaut hat. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann sind wir schon ziemlich doof. Zu Hause wäre das nie passiert, weil da achtet ja jeder immer drauf, ja, hast du den Schlüssel, hast du richtig die Tür zugeschlossen und hier einfach offen liegen, da ist ein Schlüssel drin. Könnten Sie dort bitte warten, weil wir haben nämlich das Geld und dann bringen wir Ihnen das Geld. Dann hat er auch irgendwie so Andeutungen gemacht, wenn das Geld nicht da ist und ihr nicht da seid und ich das nicht finde, dann bringe ich das wieder zurück und wir fahren. Nein! Also radeln die drei los wie wild, damit sie gemeinsam mit dem Taxi an der Villa sind. Fahr schneller! Hi! Na, oh Gott, sie haben so Gas gegeben. Taxi? Hier! Mädels, war die Haustür eigentlich auch? Die war offen. Die ganze Zeit? Die Gartentür war auch offen. War alles offen. Aber ist die Garage weg? Nee. Alles okay, gut. So, da haben uns die Flaschen schon mal begrüßt. Moment, ihr Geld! Wie viel bekommen Sie denn? Das Taxi hat 7,50 Euro gekostet. Also es ging. Der Kühlschrank ist gut gefüllt. Verhungern werden die Mädchen nicht. Sie ziehen los, um die Nachbarschaft zu erkunden. Dabei haben sie auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was für Nachbarn sie gerne treffen würden. Nette, süße Jungs.
Also es ist nicht richtig wichtig, Jungs kennenzulernen, aber es wäre natürlich schon cool, ne? Weil jede von uns, glaube ich, hat voll Lust, so irgendwie was mit Jungs zu machen. Ich bin Conny. Hallo. Wir wollen uns vorstellen, wir sind die neuen Nachbarn. Rein spaziert. Ach, bitte, hallo. Guten Tag, hallo. Wohnen Sie alleine hier oder haben Sie noch Söhne oder so? Wir haben eine Tochter, aber in Amerika. Ach so. Oh. Und ist schon älter. Ich gebe dir mal eine Adresse, denn wir haben ja hier einen Club und einen Verein mit den meisten Jugendlichen in ganz Köln. Cool. Oh, da gehen wir hin. Ja. So, hier sind zwei Adressen. Okay, vielen lieben Dank. Okay. Ja, ja, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. 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 Hallo, wir wollten uns nur vorstellen, wir sind die neuen Nachbarn. Hallo. Wohnen Sie alleine hier? Mit meinem Mann. Ich habe drei Jungs. Ich wollte immer mehr Töchter schon haben, aber. Sie haben Söhne? Ja, ich habe drei Söhne. Sie sind schon erwachsen, oder? Sie sind erwachsen, ja. Ja. Ich habe einen Typ. Da sind immer Jungs zu Sport fahren mit Fahrrädern. Die kommen in die Straße entlang. Die sind so alt wie hier. An der Straße. Gleich kommt einer. Gleich kommt einer. Okay, dann vielen Dank. Danke schön. Bitte, bitte. Tschüss. Wir hatten hier zwei Nachbarn getroffen und die waren wirklich alle sehr freundlich, bloß ich glaube ein bisschen zu alt zum Weggehen mit denen. Wir hätten uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erhofft bzw. gewünscht. Von den freundlichen Nachbarn haben sie einen Tipp für einen nahegelegenen Badestrand bekommen. Ja, der Strand ist eine gute Kontaktmöglichkeit, weil man liegt halt zusammen mit anderen am Strand und dann kann man sich auch unterhalten. Deswegen kann man da, glaube ich, gut Leute kennenlernen. Und plötzlich sind sie da. Jungs, zumindest zwei. Der mit der orangenen Badehose, sieht so schlecht aus, ne? Ja. Oder? Okay. Na, Feli, du willst sie doch sicher ansprechen, hm? Ja, ich spreche die doch nicht alleine an. Wenn, könnt ihr ja wohl alle mitkommen, oder ne? Tja, das Ansprechen. Immer eine schwierige Sache. Sowohl die Jungs als auch unsere Mädchen finden erst einmal nicht die richtigen Worte. Woher kommt ihr eigentlich? Also wir kommen alle woanders her. Wir sind hier in der Mädchen-WG. Also, ich bin Alex und bin 14 Jahre alt. Ich bin der Enes und ich bin 15 Jahre alt. Wir wohnen halt 4 Wochen ohne Eltern und so ein Haus. Nur ihr oder auch andere? Nee, nur wir. Also. Und wie findet ihr das? Ja, bis jetzt ganz cool, ne? Ja. Wir sind gestern erst angekommen. Kann man hier eigentlich viel unternehmen oder so? Und ich spiele Fußball seit 4 Jahren. Sie auch? Ja. Auch im Verein? Ja, schon. Was bist du für eine Position? Mittelfeld. Cooles Thema, oder? Ja, der war's. Ich habe noch nie ein Mädchen und einen Junge über Fußball reden hören. Die Jungs waren, als sie jetzt angesprochen haben, nett. Ein bisschen direkt, aber gut, jeder wie er meint. Die waren halt jetzt nicht vom Aussehen oder so meine Typen, aber die waren halt total nett und darum geht's ja eigentlich. Es war ganz gut, ein paar Kölner kennengelernt zu haben. Die haben uns dann ja auch so ein bisschen versucht zu erklären, wo man hier so hingehen kann und so. Und haben uns ein bisschen was über sich erzählt. Zurück in der Villa überlegen die Mädchen, wie sie ihre Zimmer einrichten wollen. Schließlich geht es morgen ins Möbelhaus. Sagen wir, das ist hier 1,5 Meter. Zu Hause habe ich Ehebett und wenn ich mich da drauf lege, dann von hier so. Wir haben ja hier auch kein Maßband, deshalb konnten wir auch wirklich gar nichts ausmessen und deshalb haben wir es jetzt auch mit unserer Körpergröße oder unserer Armlänge und so gemacht. Nochmal so. Ja. Da passt aber dann keine Kommode mehr hin, denn dann ist es ungefähr hier. Dann spritzen wir das voll und dann geht es zusätzlich auf die Leinwände drauf. Auf die Leinwände. Ja. Und dann lässt die Leinwände abhängen, dann haben wir geiles Bild auf den Leinwänden und da dann Spiegel reinhängen. In die Löcher. Hier, das können wir dann einfach mal gucken. Oh, räumst du schon wieder auf? Ich weiß. So, unordentlich. Das ist unordentlich. Ich weiß. Ja, ich weiß. Also meins kannst du auch aufräumen, ne? Aber wir müssen es morgen sauber kriegen, weil
Ja, wir müssen ja die ganzen Sachen rausbringen, um das zu streichen. Aber dann packe ich das für morgen erstmal alles rein. Dann, also, wenn du das Packen nennst, das ist eher Stopfen und Reinwerfen. Naja, sind ihre Sachen und das hat mich eigentlich gar nichts anzugehen. Ich konzentriere mich einfach auf meine Sachen und sorge dafür, dass meine Sachen ordentlich sind und sie kann mit ihren Sachen machen, was sie will. So, ich muss nicht. So, jetzt geht die Tür auf. Am zweiten Abend haben wir direkt Essen bestellt, weil wir einfach zu faul waren, wirklich irgendwie zu essen, also jetzt Essen zu kochen und dann noch zu essen. Das war so der erste, unser erster richtiger Abend, da kann man sich das schon mal leisten. Und ich glaube, es kommt auch nicht so oft vor. Wie viel? 49, 50 bitte. Wir sagen zwar alle, ist eine Ausnahme und kommt nicht wieder vor, denn das Geld haben wir ja nicht, aber ich glaube, wir machen das schon noch öfters. Guten Appetit, Frau Schmidt-Pommes. Hattet ihr schon Freunde? Nein. Gar nicht. Nein. Hast du schon einen Freund? Mhm. Und du? Also ich hatte bis jetzt nur einen. Und du? Ja, ich auch. Du hast auch schon. Hast du schon mehrere? Zwei. Ja, so feste, so richtig, ne? Nicht so. Fest hatte ich noch gar keinen. Also so richtig fest. Na, aber wann hast du mit deinem Freund Schluss gemacht? Also wann? Wie lange ist es jetzt her? Ist jetzt, glaube ich, einen Monat her. Echt? Wie lange wart ihr zusammen? Also wir waren 3 Monate zusammen. Du hast erst am Freitag mit deinem Freund Schluss gemacht, ne? Ja. Wieso habt ihr eigentlich Schluss gemacht? Erzähl noch mal. Ja, er hat halt Schluss gemacht, weil, ich sag jetzt mal vorsichtig, er war schon weiter als ich. Von der Art oder was? Von vom Denken? Nein, so. Also von dem, was er will? Ja, genau. Da wäre er schon ein bisschen weiter und das habe ich einfach nicht mitgemacht und dann wurde es ihm zu blöd. Ja, also dann kann man sich ja mal einen anderen schnappen, ne? Guck mal, sein Name passt voll zu ihm, Dominik. Dominik. Nee, aber ist das so, das ist doch, ich finde sowas so albern, weißt du, weil wenn man einen Menschen liebt, dann liebt man ihn, egal. Ja, ob und dann wartet man. Nicht. Eben. Ja. Alina, was noch? Oh, sieht wieder ihre 5 Minuten. Wie eklig ist das denn? Ich will nicht irgendwie ein totes Tier in meinem Essen haben. Meins hat so gut geschmeckt, aber dann hatte ich Fliege in dem Essen. Ich konnte nichts mehr essen. Ich fand das so widerlich. Ja, aber sowas kann man auch nicht vermeiden. Im Natürlich! Sommer. Das kann man nicht vermeiden. Sauber ja, sein einfach. Das vermeiden, aber ich meine... Das ist eine Zumutung. Das ist richtig krass. Eine tote Fliege in meinem Essen, schöne Soße eingebettet. Ja, okay. Ich würde auch anrufen. Ja, geil. Jetzt ruf wieder ja, an. Ja, aber guck mal. Komm, ich habe keinen Bock, da jetzt rumzufressen. Ja, ey, und ja, aber guck, der Nächste, der das kriegt, der hat wieder eine Fliege im Essen. Und was, ja, ja, wir bestellen da vielleicht nicht mehr. Ja, wir bestellen da einfach nicht mehr. Also wir rufen da jetzt nicht an. Nein. Was? Na komm, lassen wir es. Soße mit Fliege geht gar nicht. Die Hühner draußen picken zufrieden ihr Abendbrot. Ein Tag voller neuer Eindrücke ist vorbei. Feli, Alina und Janni wollen wieder im Wohnzimmer schlafen, während Hilla und Meh es sich, so gut es geht, in ihrem Zweibettzimmer gemütlich machen. Was machst du? Ich sterbe, es ist so kalt. Oh, das ist so schön warm. Das ist richtig unwarm. Was? Ey, reib mal deine Füße an diesem Ding da unten. Machst du das Licht aus? Mhm. Gute Nacht.